Es ist immer gut, so ein Video mit einem Lacher zu beginnen. Ne? Da sind die Leute gleich irgendwie positiv gestimmt, wenn sie sich das anschauen. Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Mathematik. Ich möchte euch ein bisschen was über das Veranstaltungskonzept erzählen. Das ist nämlich keine Vorlesung. Ich werde mich nicht hier vorne hinstellen und irgendwas vorlesen. Ja? Ich werde auch keine Vorträge halten, so wie man es vielleicht erwartet von einer Mathematikvorlesung, dass hier vorne jemand steht und 90 Minuten lang irgendwas an die Tafel pinselt. Mache ich alles nicht, weil ich habe meine Vorlesung alle schon mal auf Video aufgezeichnet. Die sind alle online. Das heißt, ihr könnt euch die Vorlesung online anschauen. Ich stelle euch auch sonst alle Materialien online, also die Vorlesungsvideos, Aufgaben, Lösungshinweise, sonstige Materialien. Ihr kriegt die ganzen Materialien online. Ihr könnt euch mit Hilfe dieser Materialien selbstständig auf die Klausur am Ende vom Semester vorbereiten. Das heißt also, ihr braucht gar nicht wiederkommen. Ja, es gibt keine Anwesenheitskontrolle hier, ich stehe nicht da und gucke, ob ihr immer jede Woche da seid oder so. Ist nicht nötig, weil ihr habt alles online, alle Materialien, ich veräpple euch auch nicht oder so, es werden hier keine Geheiminformationen verteilt. Ja? Also alles das, was online ist, könnt ihr verwenden, um euch selbstständig auf die Klausur am Ende des Semesters vorzubereiten. Ihr müsst also gar nicht mehr kommen. Ich sehe auf den ersten Gesichtern schon so leichte Angstausdrücke. Ja, so, oh, schaffe ich das alleine, weiß ich gar nicht. Nicht missverstehen bitte, ich lasse euch ja nicht alleine damit. Ja? Sondern es gibt jede Menge Unterstützung, die ich euch anbiete, die ihr annehmen könnt, wenn ihr wollt. Eine Unterstützung, die ich euch anbiete, ist diese Veranstaltung hier dienstags um 14 Uhr. Für alle zukünftigen Semester, die Zeit kann variieren, ja? Also euch konkret Dienstag 14 Uhr, diese Veranstaltung hier. Die heißt nicht Vorlesung bei mir, die heißt Plenumsveranstaltung oder Plenum, weil wir alle zusammenkommen einmal pro Woche, um eure Fragen aus dem Kapitel zu besprechen. Das heißt, ihr kriegt die Materialien zu einem Kapitel, ihr arbeitet selbstständig damit, ihr löst die Aufgaben und so weiter und am Ende der Woche könnt ihr hierher kommen, um mit mir gemeinsam eure letzten Fragen zum Kapitel zu besprechen. Ich schließe das Kapitel ab. Ja, und dann kriegt ihr neue Materialien, könnt euch wieder selbstständig damit befassen und kommt am Ende der Woche zu mir ins Plenum und könnt wieder die Fragen mit mir klären. Das heißt, es macht aber auch nur Sinn, wenn ihr euch in die Materialien eingearbeitet habt, zu kommen. Ja? Ich werde hier nichts wiederholen, ich werde nichts zusammenfassen, ich werde nicht eine Kurzeinführung zum Thema geben oder so, sondern ihr seid ja alle schon vorbereitet und ich erwarte, dass ihr alle schon damit gearbeitet habt und nur noch mit euren letzten Fragen hierher kommt. Und dann können wir die Zeit hier nutzen, um genau die richtig schwierigen, kniffligen Probleme gemeinsam zu lösen. Dafür bin ich da. Das könnt ihr annehmen, müsst aber nicht. Wenn ihr es aber annehmt, solltet ihr vorbereitet kommen, das ist klar. Weitere Unterstützungsmaßnahmen. Es gibt sogenannte Tutorien oder Übungsgruppen. Die werden von erfahrenen Studentinnen und Studenten geleitet, höherer Semester, die da sind, um euch zu helfen. Zu bestimmten Zeiten, die gebe ich euch gleich bekannt. Das heißt, da sind Räume, die Studenten sind da, dort könnt ihr hinkommen in eurer Lerngruppe und dort arbeiten, an den Aufgaben arbeiten, an den Materialien arbeiten und das sind Ansprechpartner, die euch helfen können. Ach ja, ihr selbst seid euch auch Unterstützung. Nicht alleine lernen, findet euch gleich von Anfang an in Lerngruppen zusammen, zu dritt, zu viert, nicht zu zweit, das ist noch keine richtige Gruppe, ein bisschen wenig, zu fünft ist zu viel, da quatscht man über alles Mögliche, zu dritt oder zu viert eine Lerngruppe bilden und sich regelmäßig treffen, zusammenarbeiten, idealerweise im Tutorium, weil da ist dann ein Tutor, eine Tutorin, die euch helfen kann, unterstützen kann bei euren Fragen. Außerdem gibt es online ein Forum zu jedem Kapitel, in dem ihr eure Fragen stellen könnt. Das heißt, wenn ihr im Laufe der Woche an den Materialien arbeitet und ihr habt eine Frage, die ihr in der Lerngruppe nicht klären könnt und vielleicht mit eurem Tutor oder eurer Tutorin nicht klären könnt, dann schreibt sie doch ins Forum. Denn wenn ihr sie ins Forum geschrieben habt und irgendjemand anders sieht die Frage und beantwortet sie im Forum, dann ist für alle Teilnehmer hier des Kurses die Frage klar, die Antwort klar, fertig, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Ja, das ist total effizient.
Natürlich ist man da mit Namen und so weiter, aber ihr braucht keine Angst zu haben. Man fällt nicht negativ dadurch auf, dass man eine Frage stellt, man fällt positiv dadurch auf, dass man eine Frage stellt, weil man nämlich zeigt, dass man eine Frage hat, interessiert ist an der Antwort und wenn jemand anders die Antwort hat, man gibt sogar noch jemandem die Gelegenheit, eine Antwort zu geben und sich dadurch auch gut zu fühlen. Also fühlen wir uns alle gut, wenn wir im Forum miteinander diskutieren. Okay. Auch das sind alles Angebote, die ihr annehmen könnt, aber nicht müsst. Ihr merkt schon, seid ja alles zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, es ist ein Stück weit in eure Selbstverantwortung gestellt, hier am Ende erfolgreich rauszulaufen. Aber Selbstverantwortung heißt eben nicht alleine zu sein, sondern ihr könnt Unterstützung annehmen. Ich habe das Ganze nochmal visualisiert. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das hier umstelle. Moment, das ist ja eine neue Technik. Bei der Gelegenheit gleich danke an das Medienzentrum der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, die hier so eine super Technik installiert haben, ganz neu mit automatischer Videoaufzeichnung und so weiter. Das ist richtig gut. So, und dann kann ich nämlich hier auch, das hat funktioniert, direkt wechseln in den Kombi-Modus. Also man sieht jetzt den Hörsaal, das seht ihr nicht, aber man sieht den Hörsaal jetzt auf dem Video und die Folien gleichzeitig. Ich zeige euch nochmal das Konzept, erkläre ich nochmal von der anderen Seite her. Und zwar, wie war es früher? Okay? Früher klassischer Vorlesungsbetrieb, wie kann man sich das vorstellen, wie funktioniert so ein Konzept? Ich komme rein am Anfang der Woche und halte eine Vorlesung. 90 Minuten stehe ich da, pinsel was an die Tafel. Ihr sitzt alle da, pinselt mit wie die Weltmeister. Ja? Bis zu dem Punkt, wo ihr an eine Stelle kommt und irgendwas nicht versteht. Ihr bräuchtet eigentlich 10 Minuten Zeit, um es zu durchdenken, bevor ihr weiter folgen könnt. Die 10 Minuten kriegt ihr aber nicht, weil ich mache vorne gnadenlos weiter. Ich weiß ja nicht, dass du oder du oder du irgendwas nicht verstanden habt. Ja? Ich mache vorne weiter, das heißt, ihr habt eigentlich keine Chance, außer mitzuschreiben, unverstanden, in der Hoffnung, dass ihr das zu Hause nochmal nacharbeiten und dann dadurch nachvollziehen und verstehen könnt. Dann war das früher so, gab es Aufgaben 1 bis 6 A bis F, ne, die im Anschluss zu lösen waren. Das heißt, das, was ihr hier nicht verstanden habt, musstet ihr hier versuchen anzuwenden bei Aufgaben. Klar, man kommt da nicht weit, man weiß nicht genau, was man tun soll, hat keinen Ansprechpartner, niemanden, der einem Feedback geben kann oder Hilfe geben kann. Und dann ist man so ein bisschen lost. So, und dann am Ende im Tutorium, in der Übungsstunde, sind immer 25 Studenten in kleineren Gruppen zusammengekommen und der Tutor hat an der Tafel die Lösung der Aufgaben präsentiert. Oder ein guter Student, eine gute Studentin hat die Lösungen präsentiert. Sodass jeder, der das hier nicht verstanden hatte und das nicht lösen konnte, dann hier nachvollziehen konnte, was er hätte tun sollen, wenn er verstanden gehabt hätte und so weiter. Vielleicht ist man noch zu dem Punkt gekommen, dass man gesagt hat, jetzt verstehe ich, was ich hätte tun sollen, aber da wäre ich selbst nie im Leben drauf gekommen. Ja, das ist ein Tutor, ein guter Student und so. Klar, dass der das kann, aber ich, nie wäre ich da drauf gekommen. Na, weil man einfach kein Feedback während dem Lernprozess gekriegt hat, keine Unterstützung, hat kein Zutrauen zugesprochen bekommen von irgendjemandem oder so einen kleinen Tipp, der einen weitergebracht hat. Deswegen habe ich das folgendermaßen umgestellt. So. Man beginnt die Woche im Selbststudium. Ich schalte das Kapitel frei mit allen Materialien und Aufgaben, Videos, Texten, was auch immer. Und ihr arbeitet euch selbstständig in das Thema ein. Das heißt, ihr schaut die Videos, beschäftigt euch mit den Aufgaben, fangt an, die Aufgaben zu lösen alleine. Ihr denkt euch alleine ein in eurem eigenen Tempo. Das heißt, auch wenn ihr was nicht versteht, könnt ihr Pause machen, zurückspulen, nochmal von vorne oder im Internet nach alternativen Materialien suchen, die es besser erklären als ich oder, ganz egal. Ihr könnt euch selbstständig einarbeiten. Dann trefft ihr euch am besten mit eurer Lerngruppe, um euch weiter mit den Aufgaben zu beschäftigen und ja, die systematischer vielleicht gemeinsam durchzugehen. Um dann anschließend, hoppala, zu schnell, im Tutorium weiter an den Aufgaben zu arbeiten, aber an denjenigen, bei denen ihr nicht so richtig weit gekommen seid, die ihr schwierig fandet. Und dann ist da die Tutorin oder der Tutor, den ihr fragen könnt, wie können wir hier weitermachen? Und die Tutoren sind angehalten, euch nichts vorzurechnen. Die dürfen nicht an der Tafel vorrechnen oder so, sondern die sind einfach da, laufen rum, schauen euch über die Schulter, helfen euch, sind Ansprechpartner, geben euch kleine Schubser in die richtige Richtung. Die verraten keine Lösung, sondern sagen, mach doch mal das und das, dann könntet ihr vielleicht weiterkommen. Ja? Also ihr kriegt sozusagen ihr werdet ein Stück weit näher zum Ziel rangehoben. So, und dann ist es so,
Am Ende der Woche habt ihr alle Aufgaben bearbeitet, euch eingedacht, Fragen mit dem Tutor geklärt und so weiter. Und dann sind noch die letzten Restfragen übrig. So die, die selbst der Tutor nicht beantworten konnte. Habt ein bisschen Gnade mit den Tutorinnen und Tutoren, selbst nur Studenten höherer Semester, die sind schon ein bisschen weiter, die wissen mehr, aber eben auch nicht alles. Ich weiß auch nicht alles, ja, aber ich weiß vielleicht ein bisschen mehr als die Tutoren. Insofern, wenn die mal Fragen nicht beantworten können, dann bringt die Fragen mit dir her. Stellt sie im Forum oder bringt sie mit dir her oder beides. Und dann werden wir hier nochmal alle schwierigen Fragen aufgreifen. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, es bringt nichts, gar nichts zu machen und hierher zu kommen. Ja, weil ich werde mit denjenigen arbeiten, die sich eingearbeitet haben und die Fragen mitbringen. Und ihr werdet nichts verstehen, wenn ihr euch nicht vorbereitet habt. Das heißt, wenn ihr mal eine Woche nicht dazu gekommen seid oder so, kein Problem, aber ihr müsst dann nicht kommen oder so, sondern dann macht es halt in einem anderen Tempo. Okay. Nochmal zur Übersicht. Wie funktioniert das Ganze? Das ist jetzt ein Zeitraum von 10, 11 oder 12 Tagen, ist ein bisschen größerer Zeitraum. Wir haben ja immer in unserer Gruppe dienstags das Plenum. Ich werde immer am Freitag, 10, 11, 12, glaube ich 12 Tage vorher, die Materialien freischalten, das nächste Kapitel. Das heißt, freitags wird ein Kapitel freigeschaltet, dann habt ihr 11 Tage, um daran zu arbeiten. Und am 12. Tag, Dienstag, ist das Plenum, wo wir das Kapitel abschließend besprechen. Zwischendurch kommt ein Freitag, da wird das nächste Kapitel freigeschaltet. Das heißt, wir haben immer so ein paar Tage Überlappung für diejenigen, die ein bisschen schneller sind, schon mal ein bisschen vorarbeiten wollen oder so. Ja, da sind wir ein bisschen flexibler. Das heißt, freitags wird das Kapitel freigeschaltet, ihr habt 11 Tage circa Zeit, euch damit zu befassen, in dieser Zeit alleine damit befassen, in der Lerngruppe, im Tutorium. Tutorium liegt irgendwann in dieser Zeit und dann am Ende ist das Plenum und ich schließe das Kapitel ab und dann können wir die letzten Fragen besprechen. Und 3 Tage vorher gab das neue Kapitel und das wird dann eben auch wiederum 12 Tage später abschließend besprochen. Und so gehen wir durch das Semester hindurch. Ja, am Ende ist die Prüfung. Okay. So, jetzt beende ich mal die Videoaufzeichnung. Ich hoffe, das hat aufgezeichnet.